Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Killer 7. Dies ist der Part 21 und wir sind beim Pförtner, das Union Hotel. Ja, wir brauchen uns den Elektronischen ansehen. Im Grunde ist das immer das Gleiche. Ich bin gespannt, wo es diesmal hingeht. Ah, jetzt kommen wir zum Timer Smile. Es ist ein furchtbares Vieh. Und ich werde wahrscheinlich auch mit Kaida jetzt arbeiten müssen erstmal. Weil es kommt auf das... Ich muss mit Kaida arbeiten. Es fängt nämlich an zu rennen, sobald die vorletzte Beule geplatzt ist. Ich muss... Es ist sehr langsam im Grunde, bis dahin. Ich muss schauen, dass ich zwei Beulen, die nah beieinander sind, habe. Und die auch gut zu treffen sind. Die da unten. Preferably. So, jetzt heißt es gleich Wuff. Das ging besser als ich dachte. Ihr seht eine Premiere hier. Ich habe es tatsächlich geschafft, dieses Timers mal beim ersten Versuch zu besiegen. Und auf geht's in die Halle. Was auch immer uns da erwartet. Sehr düster alles gehalten hier. In dieses Zimmer geht Luke Garcian. You the one they call Matsuken? No, Kanjiro Matsuoka is not here. I already handed him over. Where? How about I give you a clue? You know we don't have time for puzzles. Of course. A new informant is waiting. When you find yourself getting close to the truth, please come again. I'm afraid our time is up. Good day. Wer waren diese mysteriösen Leute? Es wird immer verworrener. Wir können mein Hamenszimmer natürlich speichern. Der Verwalter kümmert sich schon darum. Da hinten kommen wir jetzt auch erstmal nicht mehr rein. Ich muss gleich mal wieder ein bisschen was trinken, meine Kehle durchzuspülen. Es ist übrigens immer noch Karsamstag hier bei mir. Es
Es ist immer noch die gleiche Aufnahmesession wie vor 6 Videos. Is the word punctual even in your vocabulary? It must be easy being you. Come and go whenever you please. Your identity? Linda Vermilion. I was the one hired to kill Mills. What? Mills was a slave, kissed up to the government. The government's interest was his interest. That's our job. That's what we do. Is making a move for the interest of the country an assassin's job too? Who are you really? I'm a protector of the country. You'll soon know who I am. Hold it! See? You already know. It's your last job. Use your eyes to decipher how the system works. And then, seek the real enemies. Sie erinnert mich an... Wie hieß denn diese japanische Filmreihe? Mit dem Frauengefängnis, bla... der Killerin. Ich weiß es nicht genau. Ich wollte sie immer mal sehen, aber ich kenne sie nur vom Cover her. Sieht die doch da ziemlich ähnlich. Dieser Linda Vermilion. Der verzweifelte Kampf in der Coburn-Grundschule. Kontaktiere das Nationalzentrum. Wir werden sehen, wen wir da drin begegnen. Travis war nie besonders hilfreich. Also zumindest, hat sich nicht besonders klar ausgedrückt, sagen wir es mal so. Wir können natürlich jederzeit wechseln und das werde ich auch. Mal kurz in die Fotos eigentlich anlassen, die sind eigentlich die gleichen immer. Aber die Klamotten sind in jedem Kapitel anders, falls ihr es gemerkt habt. Welche Zeit haben wir eigentlich gerade? Es ist 16. Dezember 2011. Okay. So, jetzt kommen ein paar interessante Rätsel. Da brauchen wir etwas. Wir sollten uns das hier merken. Also wir haben hier einen Käfer. Offenbar. Ein Käfer, Roboter, was auch immer. Hier haben wir... Was ist das denn? Ein... Vogel. Löwe, Schlange, Pferd, was auch immer. Ah, da hinten ist es, okay. Also müssen wir uns das merken, dass links ist der Käfer anscheinend, oder das... Auf jeden Fall die Löwenschlange mit Flügeln war ganz rechts. Dann haben wir hier einen...
Roboter oder so. Und was auch immer. Müssen wir uns merken. Jedes entspricht einem hiervon. Aber wir können hier... Danke, das brauchen wir nicht. Also, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Transformationen. Hier haben wir 5. Hier haben wir 6. Nehmen wir nur 3. Also Käfer sind 3. Die Flügelschlange sind... Wir schauen uns das gleich an. Käfer sind 3. Die Flügelschlange waren... 6. Dann das Panzerding waren 7 und 5. Ich weiß gleich nicht, für was für was steht. Kann auch umgekehrt sein. 3, 7, 5, 6, wenn das jetzt so nicht stimmt. Nein, es hat schon so gestimmt. Sehr gut. Sechs ist also der Spind, mit dem wir Travis wieder treffen werden. Und wir haben einen Kassettenspieler erhalten. Der ist jetzt gleich essentiell für die Story. Hier übrigens sehen wir nochmal das Ganze deutlicher. Da sehen wir auch die Symbole unten, für was steht. Wird das Omega Sakasama. Also das heißt umgedreht einfach so viel. Das kann ich nicht so richtig lesen. Kann ich das, wenn ich so drauf gucke? Nee, auch nicht besser. Das ist Sore Jazz. Was? Sorjashi? Was auch immer. Irgendwas mit Soldier. Wir haben hier wieder einen Verwalter, bei dem wir speichern können. Was wir auch gleich nutzen werden. Da müssen wir nicht lang. Daran müssen wir. 656, merken, das ist der Spind, der wichtig wird noch. Fuck you! Bin bei der Mutter,
Ja, wir kommen hier nur mit Kaede rum. Das ist logisch. Eigentlich hätte er uns das echt nicht sagen sollen. Oder sagen müssen vielmehr. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, hätte er einfach die Klappe halten können. Wobei ich nicht weiß, ob das bei einem höheren Rätsellevel, ob er da weniger erzählt. Wobei ich es mir nicht vorstellen kann, dass die Dialoge auch umgeschrieben hätten. Ziehen wir einfach mal. Man zieht an der Schlosspielung und eine Taube kommt dabei geflogen. Lieber Emir, ich mache mich bereit, mein Haus zu verlassen. Meine Waffe sind 6 Kugeln, die dich von deinem Leid erlösen sollen. Hoffentlich trifft dich jeder einzelne davon direkt zwischen die Augen. Und jetzt werde ich dich töten. Überrascht? Ich sprach mit Meister Harmon und bat ihn, dich zu töten, Emir. Harmon ist hier bei mir. Die Jungfer ist auch bei uns. Wir machen einen kleinen Ausflug zu dir. Meine Ressourcen sind aufgebraucht. Du bist jetzt bestimmt in der Schule. Das bedeutet, dass du gleich in den Lauf meiner Waffe sehen wirst. Warte im Büro des Direktors auf mich. Der Code ist 55549. Das Schloss ist mit einem doppelten Code gesichert. Du brauchst auch den zweiten Code, um das Schloss zu öffnen. Selbst ich kenne ihn nicht. Und es ist deine Aufgabe, ihn zu finden. Alles ist fertig. Ich freue mich, dass wir uns endlich treffen. Harmon freut sich mit mir. Selbst die Jungfer lacht. Was zur Hölle machen die? Mein Meister wartet im Hotel auf dich. Wir werden diesen Mann für dich töten. Samantha Smith. Sie ist anscheinend doch noch nicht tot. Was haben wir denn da gesehen? Eine Wahnvorstellung? Und wir haben noch ein Band erhalten. Die Bänder können wir auch gleich anhören. Oder eben später etwas geballt. Ich bin gerade am Überlegen. Vielleicht hören wir uns auch erst an, wenn wir alle gefunden haben. Wir gehen jetzt mal zu Con wieder. Fuck you! Fuck you! Wir können uns mal ein Foto von dem ansehen. Genau den sollen wir töten. Wir hören uns mal ein paar Bänder an. Wir haben ja nur den 1.1. und 5. bisher. Wir wollen sie schon nach der Reihe hören, also hören wir uns erstmal nur das erste an. It's been a few days since the presidential election. Today's the 4th Thursday in November. Rainy. My name's Hulbert. An FBI agent assigned to the Apollo branch. An investigation for the Electoral Justice Committee has brought me to this place. My purpose, to investigate any connection between this school and the presidential election. As I dig, I'm finding out that there's a lot of dirt. I knew something was up when they assigned me to take this investigation. Whoever finds this tape, do me a favor and look for the other tapes. I'll record my findings in these tapes. My first finding, 55549. It's the number of delinquent students here, and also the combination to unlock the safe. Don't forget it. 55549. Müssen wir uns merken, neben der Zahl 656. Das wird jetzt langsam etwas viel. Mal schauen, was noch kommt. Fuck you. 656. Also hier sind die noch alle Einser. Spende. Muss man auch gar nicht gucken. War da eigentlich eben gerade eine Wahl oder konnte ich nur durch diese Tür? Ich bin gerade irgendwie. Sorry, dass ich jetzt nochmal nachschaue.
Konnte ich da links? rechts rein? Nee, ich konnte nur gerade. Okay, ist erledigt. Die sind ja total irre. Aber gehen wir jetzt erstmal ins Klassenzimmer. Dieses Kapitel ist tatsächlich etwas rätsellastiger. Kommt immer wieder. Respawn der Gegner. Nicht schön. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Viele Klassenzimmer. Fangen wir erstmal hier hinten an. Spind 666 L3G. Okay. Also 656 und 666 sind die Spinde. Das lässt sich irgendwie merken. Und 55549. Schauen wir mal, was noch in der Halle ist. Iwasaru. Er hat nichts Sinnvolles beigetragen. Er hat nur das Offensichtliche nochmal ausgesprochen. Dann schauen wir mal in dieses Klassenzimmer. Da finden wir auch eine weitere Kassette. Hören Sie uns gleich an, keine Panik. Das ist noch ein Klassenzimmer. Haben wir eine ganze Menge Kassetten erhalten. Okay, es klappt nicht immer mit dem Ausweichen zu diesem Vorbesiegen. Was haben wir denn hier? Ah, hier ist es ja alles. Hier, so langsam werden die Zahlen interessant. Wir haben 656 und 666, die wir brauchen. Da ist ja auch Travis. Start of the room. And it will rain out the level mass heaven.
was früher wohl Glauben passiert. Aber das böse Blüten zur Primarzeit in der Tannerswelt. 666 war der andere Spind, ne? Soll ich da drauf schießen? Nein, das wäre es eigentlich schon. Welcher Spind war es denn jetzt? Achso, ich musste auf den Spind mehrfach schießen. Und hab dann hier in 650 Einführung der ultimativen Wrestling-Legende der Eisenmaske. Na, da wissen wir doch, wen wir hier haben. Und wir haben eine weitere Transformation. Das ist jetzt, glaube ich, die vierte, oder? Die vierte Transformation, die wir mitmachen. Nicht, dass er nicht schon stark genug wäre im Grunde. Und er sieht immer lächerlicher aus. Hat am Anfang noch ganz cool mit Anzug und Krawatte. Hier ist niemand drin, aber eine weitere Kassette. So, jetzt wird es so langsam mal Zeit, die Bänder zu hören. Ihr wartet sicherlich auch schon drauf. Oh ja, wir haben ganz viele jetzt. This is Halbert. There's more to this safe than I thought. It's got a double lock mechanism. I need another combination, but I figured it out. It's 72712. It's the number of criminals in this school. If I'm lucky, I might hit the truth. But digging deeper might cost me my life. Diese Zahl sollten wir uns auch merken. Wir können später nochmal nachhören. It's Halbert. I ran a background check on the boy. His name is Amir Parkreiner. The Parkreiners. A family damned by the devil himself. Some say that they possess the DNA of crime. It's drawn the attention of many academics. It appears that Amir Parkreiner was sent to this school by the government. Assigned as his teacher was the former principal. His name's... He's the key person linked to some kind of underground organization. Okay. Weiter geht's. It's Halbert. And I must say I'm damn glad to still be alive. Still being able to record my findings. I heard a voice, more like laughter. I tried to locate the owner of the voice. There's something roaming around in these halls. I know it sounds crazy, but you have to believe me. This place is dangerous beyond my imagination. I've got to find a safe place. Just a minute ago, I found a student ID. The ID number is 00480. 158. Ja, das muss man sich alles merken. Ich allerdings greife mittlerweile zum Zettel. Es sind zu viele Zahlen einfach. Hören wir uns noch das fünfte an. It's Halbert. It's safe here. Just past 12. A quiet night outside the school. But inside the walls of this school, the voices still continue to echo. I think I'm going to go mad. It sure doesn't help my chronic headaches.
At any rate, I confirmed his birth date. It's November 22nd, 1942. Wait a minute. This can't be right. That's over 50 years ago. Soweit, so gut. Diese Zahlen haben noch alle eine Bedeutung. Sollten wir uns alle möglichst gut merken. Jetzt allerdings war's das erstmal für dieses Video. Im nächsten geht's wieder weiter. Freut euch drauf. Bis dann.